Hallo Freunde. Thailand ist ein Land, das für seine kulturelle und natürliche Pracht bekannt ist. Und in diesem wimmelt es jedes Jahr nur so von Touristen. Natürlich ist das Ganze während der Corona-Zeit ein bisschen zurückgegangen, aber normalerweise besuchen mehr als 34 Millionen Menschen dieses wunderschöne Land. Aber auch in Thailand gibt es einige mysteriöse und atemberaubende Entdeckungen, Tempel und Naturwunderwerke. Eines von diesen wird verdächtig, dass es in Wirklichkeit eigentlich ein abgestürztes Alien-Raumschiff sein könnte. Was genau dahinter stecken könnte, erfahrt ihr nun im folgenden Video. Wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Los geht's! In Thailand gibt es drei äußerst mysteriöse und zugleich atemberaubende, aber auch erschreckende Felsen, welche den Namen Hin Samwan tragen, beziehungsweise in der thailändischen Sprache nennt man sie Hin Samwan, was auf Englisch so viel wie Three Whale Rocks bedeutet. Auf Deutsch der Stein der drei Wale. Dies ist eine 75 Millionen Jahre alte Felsformation, die offiziell natürlich natürlichen Ursprungs ist. Aber Theoretiker und Forscher sind sich hierbei nicht so sicher. Der Hin Samwan-Felsen hat seinen Namen die drei Wale deshalb, weil er aus der Vogelperspektive tatsächlich so aussieht wie drei Wale oder aber wie drei mysteriöse abgestürzte Alien-Raumschiffe. In der Nähe des Hin Samwan-Felsen sind schon einige äußerst mysteriöse und beängstigende Dinge passiert. Touristen sollen dort spurlos verschwunden und nie wieder aufgetaucht sein, und es soll auch einige merkwürdige Lichterscheinungen gegeben haben. Einige Personen sind der Meinung, dass dieser Felsen vor über 75 Millionen Jahren von einer außerirdischen Spezies und Zivilisation konstruiert wurde, oder dass dies in Wirklichkeit ein außerirdisches abgestürztes Raumschiff ist, das später dann als Stein getarnt wurde. Einige Personen denken aufgrund der mysteriösen Konstruktion der Felsen auch, dass dies eine seltsame Alien-Landebahn für Raumschiffe gewesen sein könnte. Wie man es dreht und wendet, die Theorien sind äußerst kurios und erschreckend. Die Forscher sind seit Jahrzehnten am Streiten, ob dieses Gebilde natürlichen Ursprungs ist oder nicht. Aber offizielle Meinungen belaufen sich natürlich immer noch darauf, dass dies einfach nur eine Felsformation ist, die zufällig so aussieht. Aber nicht alle sind derselben Meinung. Was meint ihr? Schreibt mir eure Meinung über dieses äußerst mysteriöse Konstrukt in die Kommentare. Könnte es eurer Meinung nach von einer fortschrittlichen, antiken, außerirdischen Zivilisation erbaut worden sein? Ist es in Wirklichkeit tatsächlich ein zu Stein erstarrtes oder absichtlich so getarntes Alien-Raumschiff gewesen? Oder ist es lediglich eine Felsformation, die zufälligerweise so aussieht? Eure Meinung entscheidet. Wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr jetzt zu meiner Unterstützung noch ein weiteres Video von mir anschaut. Ihr findet es wie immer hier oben verlinkt. Bis bald!